Ja, also nach intensivem Training sind wir jetzt soweit und übermorgen starten wir dann die große Tiroler Radtour. Man fährt ja normalerweise nur mit dem Auto durch unsere Heimat und wir haben gesagt, wir fahren mit dem Fahrrad, um Land und Leute viel besser kennenzulernen. Wir sind da eine Woche unterwegs, aber es soll nicht nur eine sportliche Herausforderung sein. Wir möchten auch politische Gespräche führen, wir machen eine Station in verschiedenen Städten. Dazu haben wir interessante Politiker und interessante Leute eingeladen. Der prominenteste wird Dr. Herwig von Stahl, der Landtagspräsident von Bundesland Tirol sein. Und ja, an den Stationen werden wir verschiedene Themen besprechen, die eben lokale Relevanz haben, aber auch überregionale. Ja, wir werden unsere Gesamttiroler Radtour natürlich auch nutzen, um mit Politikern und Verantwortungsträgern in ganz Tirol, aber vor allem in den Bezirken Tirols, Gespräche zu führen, weil es einfach wichtig ist, auch die Probleme, die die Menschen vor Ort in den Bezirken, in den Gemeinden haben, in unsere Landespolitik mit einfließen zu lassen. Für uns ist es natürlich immer wichtig, da bei den Gesamttiroler Aspekt in den Vordergrund zu streichen. Das heißt, wir werden auch Gespräche führen über uns wichtige Themen, wie beispielsweise die direkte Zugverbindung nach Lienz, aber auch eine Verlängerung der Finchka-Bahn bis nach Malz. Wir werden natürlich auch über die Flüchtlingsproblematik und die Migrationskrise sprechen und den damit zusammenhängenden Diskussionen um eine mögliche Schließung der Brennergrenze. All das wird Gegenstand unserer politischen Gespräche sein und wir möchten mit diesem mit dieser Gesamttiroler Radtour, möchten wir einfach auch sozusagen einen Anstoß liefern für unsere Mitglieder, aber auch für die Politik, hier, wenn Entscheidungen getroffen werden, immer diesen Gesamttiroler Aspekt in den Vordergrund zu stellen. Eine Kerngruppe wird diese Tour befahren und an den verschiedenen Stationen werden uns dann Mitglieder und Freunde begleiten an der Radtour. Auch Freiheit TV wird dabei sein und wird das Ganze medial begleiten und Interviews machen mit unseren Gästen. Vielleicht noch ein technischer Hinweis, also es wird insgesamt 420 Kilometer sein, die gesamte Strecke. Und ja, Höhenmeter werden wir bewältigen, ca. 2000. Ich lade an dieser Stelle alle Freunde und Mitglieder ein, sich einzuklinken, mit uns ein Stück weit mitzufahren. Und damit wir einfach Tirol besser kennenlernen. Und ja, und dann hoffen wir natürlich auf halbwegs gutes Wetter und dass nichts passiert. Dankeschön.